Sorry, Leute, ich bin ehrlich mit euch, ich halte das für sehr inszeniert und ich glaube da auch nicht mehr so ganz dran. Das ist natürlich jetzt Mutmaßung, ne? Das basiert so ein bisschen auf der Einschätzung, die ich jetzt nach 7 Folgen habe. Plus dem, was ich an Hintergrundinformationen von einigen der Kandidaten persönlich erfahren habe. Und das deckt sich komischerweise alles so ein bisschen. Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu der Folge 8 von Prinz Charming auf meinem Kanal. Ja, Joscha ist mein Name. Ich grüße euch. Für alle, die neu da sind, hallo. Für alle, die noch nicht neu da sind, auch hallo. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe wie immer einen Gegenstand hier. Und zwar heute mal meinen Laptop-Ständer aus Holz. Schön. Und ansonsten habe ich noch ein Kaltgetränk, heute Wasser, weil ich gleich Bahn fahre und da will ich mir einen Kaffee gönnen. Weil für alle, die auf Instagram mir schon folgen, da mache ich ja immer so diese Stories, dass ich Bahn fahre und dann einen Kaffee mit Hafermilch bestelle. Weil Hafermilch gibt es erst seit Anfang des Jahres in der Bahn und ich möchte die Nachfrage aufrechterhalten, was denn los mit mir? Und das mache ich, indem ich einfach, ich meine, das hat super viele Auswirkungen, ich fahre ungefähr 8000 Mal Bahn. Egal. Was ich euch eigentlich sagen möchte, ist, dass einfach nur das, ich wollte nur husten. Lehnt euch zurück, macht euch eine schöne Zeit, holt euch ein kalt-heiß Getränk, irgendwas zu essen, zu trinken, in der Badewanne auf dem Klo, egal was. Und lasst uns eine schöne Zeit zusammen machen. Und ich habe unter dem letzten Prince Charming Video schon gesagt, hey, schreibt mir mal, was ich für Formate kommentieren soll. Und ich bin ehrlich mit euch, da kam jetzt nicht so viel bei rum. Also wenn ihr Lust habt, weil es ist nicht mehr so viel Zeit, ich würde, wenn ihr Bock habt, weiter Reality-TV-Formate kommentieren, brauche aber eins und ich habe mich mal so ein bisschen umgeguckt und uff. Uff, also ich werde mit Sicherheit nicht alles kommentieren, weil manche Sachen sind mir einfach zu heavy. Und es geht halt nur RTL, weil das sind die einzigen, die mir das quasi freischalten. Und deswegen übrigens auch da noch, meine Daseinsberechtigung im Prince Charming-Universum ist der obligatorische Hinweis darauf, dass unten in der Infobox der Link zur ganzen Folge ist, wenn ihr die sehen wollt oder bei RTL Plus sein wollt. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Dieses Standbild, ne, wo einfach Prince steht, hat noch irgendjemand die Assoziation, dass das aussieht wie eine Toilette, in die er da gerade reinspringt? Just me? Okay, cool. Die griechische Insel Rhodos. Hier sucht Prinz Fabian die große Liebe. Einfach nur Fabian. Fabian sucht die Liebe, er ist kein Prinz. Für wen wird er sich entscheiden? Ich habe das jetzt gerade so im Nebensatz gesagt, ne? Ich habe tatsächlich dazu letztens ein Interview mit irgendeinem der Kandidaten gesehen von dieser Staffel, die gesagt haben, dass ihnen gar nicht bewusst war, wie sehr sich das auch in den Kopf einbrennt, dass man auch innerhalb der Villa ständig der Prinz sagt und dass einem dieses Machtgefälle dann gar nicht so bewusst wird und auffällt. Ich fand es auch total spannend, das nochmal bestätigt zu hören, weil ich meine, als außenstehende Person, wenn man nicht drauf achtet, ich habe auch selber schon ganz oft gesagt, der Prinz, Prinz, Prinz. An sich ist es ja super problematisch, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? Aber ich dachte, ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich glaube, der Satz war zu Ende. Ich habe gelernt, wie herausfordernd ist es, so vielen Männern gerecht zu werden, wie komplex und einzigartig auch und individuell jeder Mann ist und wie verletzlich auch. Und dass sich auch Gefühle entwickeln können in kurzer Zeit. Ich calle mal ganz kurz Bullshit. Die Komplexität der einzelnen Individuen und eher so... Habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen sollte? Ich habe mir doch Notizen gemacht vorher. Ja, habe ich das nicht? Was habe ich vergessen? Ach so, ja, individuell, das habe ich aber doch gesagt. Sorry, Leute, ich bin ehrlich mit euch, ich halte das für sehr inszeniert und ich glaube da auch nicht mehr so ganz dran. Das ist natürlich jetzt Mutmaßung, ne? Das basiert so ein bisschen auf der Einschätzung, die ich jetzt nach 7 Folgen habe. Plus dem, was ich an Hintergrundinformationen von einigen der Kandidaten persönlich erfahren habe. Plus die Sachen, die man so im Netz jetzt aktuell finden kann. Es gibt nämlich auch YouTube-Videos von Interviews, wo Leute schon so ein bisschen auspacken. Und das deckt sich komischerweise alles so ein bisschen. Fabian hat noch ein wenig Zeit, seine Gefühle zu sortieren. Mit wem er sich wirklich eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Und auf einmal ist die Stimme ganz sanft und Fabian kann sich überlegen und in die Ferne schauen, während er auf einer Liege liegt, die Sonne ihm in die Fresse ballert und eine sanfte Brise den Furz, den er gerade gelassen hat, wegweht. Sollte ich das vielleicht in Zukunft kommentieren? Ich glaube nicht. Raus aus den Federn! Wo ist die Musik? Und was ist das Erste, woran man morgens nach dem Aufwachen denkt? Oh, das Erste, woran ich morgens denke, ist, kein Bock aufzustehen? Nee, Kaffee. Tatsächlich ist mein erster Gedanke morgens Kaffee. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß, ich habe eine kleine Kaffeesucht so. Und ich halte es aber in Grenzen. Es ist nicht so schlimm. Ich trinke nur so 2-3 Tassen maximal, eher 2 am Tag. Aber ich freue mich morgens schon, wenn ich im Bett liege, dass ich gleich Kaffee trinken kann. Bin ich die einzige Person? Meditieren vor einer Ananas. Das bringt vielleicht die Erleuchtung. Oder es hilft auch einfach nur eine Zigarette.
Hat irgendjemand von euch was geträumt? Nee, aber ich konnte fast nicht einschlafen. Mein Kopf ist auch wirklich so am Nachdenken, so, wer könnte weiterkommen, was wird heute passieren? Ganz ehrlich, Leute, ne? Ich glaube auch, der Druck steigt krass. Jetzt hat man dieses riesen Villa-Gerät, in dem die da wohnen. Sie sind nur noch zu viert. Ich kann inzwischen alle Namen, möchte ich mal sagen. Es hat nur 8 Folgen gedauert. Ich glaube schon, das ist ja jetzt, das ist es quasi das Semifinale. Und das ist ja schon irgendwie eine Competition. Das heißt, ich glaube auch, dass zum Ende hin dieser Drang und dieser Kampfesgeist schon auch deutlich mehr wird. Dass Menschen das Gefühl haben, boah, jetzt bin ich jetzt schon weit gekommen. Komm, jetzt nehme ich mir die Scheiße hier auch. Will ich das auch gewinnen? Und sich noch achten, was erwartet er von uns? Boah, ey, Quarzen am Morgen, ne, Kinders? Also ich kann das nicht. Ist okay, wenn die das machen. Ich würde mich sowas von ans komplett andere Ende des Tisches setzen und sagen, ey, könnt gerne quarzen. Ich bin super empfindlich, was Rauch angeht. Irgendjemand von uns wird das Herz von dem Prinz Charming erobern? Ja, oder erstmal von dem Prinzen erkoren werden, die Ehre zu haben, mit ihm diese Staffel beenden zu dürfen, als die Begleitperson. Das +1. Bevor ihr jetzt weiterguckt, ne, macht mal kurz Pause, also nicht jetzt, erst wenn ich den Satz zu Ende habe, und schreibt mal unten rein, wer ihr glaubt, die ganze Scheiße gewinnt. Ich sag's euch ganz am Ende des Videos. Wo ist eigentlich Philippe? Räuchern. Räuchern. Also wenn ich ein richtig, richtig intensiv scharfes Chili Sin Carne gegessen habe, ne? Und dann auf Toilette gehe, dann höre ich mich genauso an. Hast du wenigstens so ganz leicht das Gefühl, du würdest irgendwo ein Porno laufen haben? Du läufst durch den Darkroom. Bei jedem goldenen Umschlag ist man so, oh, steht da mein Name drin, was passiert, was werden wir heute machen? Und ach, das ist einfach nervenzerreißend. Es wird ja auch immer anstrengender, nicht nur, dass jetzt weniger Menschen da sind, es bedeutet auch weniger Interaktion untereinander, weniger Möglichkeit mit Menschen zu sprechen. Es bedeutet auch, wenn die jetzt auf Einzeldates gehen, dass die noch alleiner sind, noch weniger sozialisieren können, immer noch keine Handys haben, seit 8 Tagen auf dieser Insel sind sowieso schon total übermüdet und emotional angespannt, die ganze Zeit Kameras dabei sind, ne? Also muss man immer den Hinterkopf haben. Der erste Eindruck zählt, aber dieses Mal geht es nicht um meinen Eindruck. Basti, Philippe, Tim und Dennis. Mama. Ich freue mich auf euch, euer Fabian. Oh, seine Angehörigen. Ja, seine Familie, Freunde. Die werden mich lieben. Oh Gott, was ja. Ziehe ich. Es gibt immer zum Ende hin bei Prince Charming die Mutter oder besten Freundin oder Angehörige, Familie, irgendwas, was dem Fabian oder dem Prinz oder Princess sehr nahe steht. Einfach. Und dann die Person hat dann quasi ein Date mit denen allen und entscheidet, wer das Einzeldate bekommt. Wer wartet denn da gleich auf die Männer? Am Tisch ist Platz für 2 Leute extra. Beide Eltern vielleicht? Meine Liebsten kommen, meine besten Freunde, ah. Patrick und Martin. Ich habe ja jetzt echt viel die letzten Tage nur mit mir selbst ausgemacht und ich bin froh, da jetzt nochmal Unterstützung zu bekommen, dass die beiden die Männer auf Herz und Nieren kritisch prüfen. Hallo. Hey Fabi. Na? Auch hier, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass sie sich vorher schon gesehen haben und dass das, ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert, ne? Ich erzähle es einfach, weil ich meine, mir ist schon klar, dass die Dreharbeiten zu Queer Eye Germany anders gelaufen sind als hier. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist. Das muss ja alles vorher geplant werden, ne? Dass die laufen ja nicht einfach spontan da entlang und dann laufen die sich spontan, die haben die Kameras einfach dabei. Muss halt aufgestellt werden, der Ton muss stimmen, der Ton muss bei ihnen angebracht werden, der Ton muss bei ihm angebracht werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie gesagt haben, so, ihr dürft jetzt loslaufen und euch begrüßen. Ich finde, man sieht es auch immer so ein bisschen, dass es so ganz leicht gestellt wirkt, aber halt im Fluss der Sendung dann nicht mehr. Aber das ist halt bei Reality-TV so und das ist auch keine Kritik, ne? Ich will einfach nur so ein bisschen Background-Info. Erzähl, wie geht's dir? Ja, also es ist sehr bewegend. In mir geht gerade einfach viel vor. Es geht mir schon sehr gut, muss ich sagen. Es ist eine tolle Erfahrung, alle mit den Jungs hier. Und ja, sie sind mir auch schon ans Herz gewachsen, ehrlich gesagt. Und es ist jetzt wirklich schwer, nochmal so
die Entscheidung zu treffen, mit wem es weitergeht. Mhm. Also die Jungs, die jetzt kommen werden, sind Basti, Tim, Philippe und Dennis. Also, alle Namen richtig? Ja. Mir ist es sehr wichtig, dass mein Partner meine Freunde mag, weil ich einfach viel mit meinen Freunden mache und die sich auch über Gesellschaft freuen und es muss zusammenpassen. Zwei Sachen. Erstens, ich stelle mir das auch relativ schwierig vor tatsächlich. Also wenn man wirklich die engsten FreundInnen nimmt und die PartnerInnen mögen die Person nicht, dann würde ich auch so sagen, uff, schwierig. Würde man hoffen, dass man sich irgendwie zusammenfindet, aber das wäre schon cool, wenn man sich versteht. Und das andere, was ich sagen wollte, ist einfach nur nochmal darauf hinweisen, dass jetzt gerade ganz subtil einfach nur wieder Daydrinking, tagsüber einfach mal Wein. Es vergeht halt einfach keine einzige Folge. Keine einzige Folge ohne Aluhol. Ist jemanden, wo du so ein kleines Kribbeln schon im Bauch hast? Ja, schon Kribbeln. Ja. Sag ich aber jetzt nicht bei wem. Nee, besser nicht. Das müssen wir rausfinden. Ich glaube auch, ich weiß bei wem, aber ich sag's erst am Ende der Folge. Oh, da sind sie. Hallo. Hi, hi. Hallo, sag mal, wie heißt du? Ich fühlte mich eigentlich von Anfang an sehr wohl, weil die beiden waren auch sehr herzlich so und die waren mir auch gleich so sympathisch. Martin und Patrick hier sind meine besten Freunde. Ich hatte mein erstes Coming-out vor ihm und er vor mir. Patrick kenne ich seit knapp 10 Jahren, jetzt hier mein bester Freund in Berlin. Und auch uns verbindet was ganz Intimes, denn Patrick hatte sein erstes Coming-out vor mir, dass er ein Tinder-Date mit einem Mann hatte. Oh. Wenn jemand sagen kann, wer zu Fabian passt, dann sind es auf jeden Fall seine Freunde. Sorte. Ja. Freut mich, ne? Zum Wohl. Zum Wohl. Irgendwie ist es doch komisch, oder? Dass man so sagt, hey, ich meine, klar, die Freundinnen kennen einen, aber am Ende waren sie die ganzen letzten Tage nicht mit dabei. Und natürlich kann es eventuell irgendwie was Unterstützendes sein. Und es kann so sein, dass sie sagen, hey, unser Bauchgefühl bei dieser Person war so und so. Und vielleicht ist es auch gut, nochmal eine andere Perspektive reinzubekommen. Aber das, was man doch eigentlich braucht, ist so das Bauchgefühl, die Chemie, das Gefühl, dass die Person in einem auslöst. Und das kriegt man doch eigentlich nicht über andere. Im Zweifel wird man dann noch verwirrt. Weil gerade bei solchen Entscheidungen ist es doch wichtig, dass man selber einen Blick drauf hat. Also es selber sich Raum vor allem dafür gibt. Und das, was jetzt ja passieren wird, ist, dass Fabian geht und die ein Date mit den Freunden haben. Also hat Fabian und die Kandidaten haben wieder nicht Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen. Aber dafür dann irgendwie die Freunde, die sagen sollen, was aus deren Perspektive innerhalb dieser 20 Minuten, die sie miteinander, ich übertreibe, verbringen, sinnvoll ist. Ich würde jetzt irgendwie gerne euch besser kennenlernen und weiß nicht, ich habe so ein paar Fragen, glaube ich, so, die mir durch den Kopf gehen. Hau alles raus. Ich würde mich mal rausziehen. Dann könnt ihr mal ganz ehrlich sprechen, was so passiert. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag mit den Jungs hier. Gute Gespräche und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Bis später. Später. Ciao, ciao. Tschüssi. Wenn ich so rede, dann ist das übrigens Teddy. Ich weiß nicht, ob ihr Teddy kennt. Vielleicht kann Johannes kurz einen Clip von Teddy einblenden. Lecker, schmeckt gut, Mutter. Hätte schon mal die letzten Jahre was Gutes kochen können, gell? Aber heute ist super. Super, hey. Was findet ihr am besten, am tollsten in Fabi? Könnt ihr das sagen, oder? Also, er sieht natürlich sehr gut aus. Und ich find's toll, wenn jemand meinen Humor versteht und wir über die gleichen dummen Sachen so lachen können. Ja. Und ich bin echt gespannt, was die jetzt alle sagen werden, weil von dem, was ausgestrahlt wurde, davon müssen wir ja mal ausgehen, wir waren ja nicht die gesamte Zeit dabei, ist mein Eindruck halt, dass keiner ihn wirklich kennt und sie sich nie wirklich fallen lassen konnten in den Dates, außer im Zweifel rumzuknutschen. Aber ich bin halt immer sehr hibbelig, wenn er da ist, weil ich krieg so ein bisschen weiche Knie und er gibt immer so eine Ruhe ab. So, man kann sich gut fallen lassen dann in seiner Nähe. Es wundert mich immer ein bisschen bei Basti, wie er redet, wenn zum Beispiel Fabian da ist, weil in der Villa ist er wirklich laut am Rumschreien und hahaha und hihi. Aber wenn da der Fabian da ist oder auch heute mit seinen Freunden, dann ist er so ein bisschen mehr zurückhaltend. Ein bisschen der scheue Boy, aber so kenne ich ihn gar nicht. Ein gutes Indiz dafür, und das haben wir ja schon ein paar Mal bei Basti gesehen, dass er unsicher ist. Der ist sich in vielen Situationen unsicher. Ich meine, ich kann das auch, wie gesagt, echt gut nachvollziehen. Und der Basti, der ist, wenn er zum Beispiel mit Tim ist und mit den anderen und sich einfach fallen lässt, das ist eigentlich der, den der Mensch dann kennenlernen möchte. Das passiert nur, wenn der Prinz sich entsprechend auch, also wenn man irgendwann dieses Machtgefälle nicht mehr hat und wenn es sich nicht mehr so forciert anfühlt und der Druck raus ist und man sich wirklich ernsthaft kennenlernt
und dem anderen auch das Gefühl gibt, hey, du kannst dich fallen lassen bei mir. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres. Es gibt wirklich nichts Schöneres als Menschen, die einem das Gefühl geben, du kannst bei mir sein, wie du möchtest. Und mir ist es egal, was du anziehst, wie du dich kleidest, wie du dich bewegst, was du machst. Ich liebe dich für die Person, die du bist. Und wenn du dich frei entfaltest, dann unterstütze ich dich darin und liebe dich im Zweifel noch mehr. Das ist irgendwie das, was ich möchte und was ich auch anderen geben möchte und was andere mir geben. Das habe ich halt wirklich alles so krass verinnerlicht, seit ich die Dreharbeiten hinter mir habe, weil das irgendwie, weiß ich nicht, das hat mir so krass die Augen geöffnet, was dieses Thema Akzeptanz angeht und Sicherheitsgefühl und ja. Was mich am meisten interessiert, ist, was da noch so alles schlummert. Hm. Ich möchte da ganz gerne noch einen richtig harten Deep Dive haben. Das Eigentliche, was ich mich halt die ganze Zeit frage, ist, okay, was steckt da noch? Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Fabian sieht in Dennis ein bisschen das Mysteriöse. Ich glaube, er hat ihn noch nicht ganz durchblickt. Auch wenn Dennis viel spricht, ist bei Dennis nicht ganz klar, wie Dennis wirklich ist. Ich finde ehrlich gesagt, dass es bei Fabian auch ein bisschen so ist, oder? Ich finde generell, dass noch nicht so viel Deep Dive stattgefunden hat. So, wir haben ja jetzt auch noch was für euch vorbereitet. Und zwar gibt es nämlich da drin, kleine Fragezettel. Nehmt doch jeder mal einen Zettel und dann gucken wir mal, wie ihr diese beantwortet. Ans Meer oder in die Berge fahren? Ich frage mich, warum dann oder steht. Für mich auf jeden Fall beides. Dadurch, dass der Fabio auch schon selber viel gereist ist, finde ich das ganz cool, dass der mir dann bestimmt was zeigen kann. Gut. Bei mir steht, eine gute Lüge oder die bittere Wahrheit hören wollen. Sehr deep, aber bei mir ist wirklich die Wahrheit das A und O. Wenn man einfach die Wahrheit sagt, dann kann ich das akzeptieren. Erstens fällt mir gerade auf, dass natürlich alle wissen inzwischen, dass der Prinz gerne reist. Und natürlich kann man, wenn da die Freunde sitzen, ist es einfacher dann zu sagen, also natürlich finde ich Reisen total toll und Fabian kann mir bestimmt auch ganz viel zeigen. Pick me. Ja, klar, Lügen. Ich meine, nee, ich finde Lügen richtig geil, hätte ich gesagt. Viel witziger wäre es eigentlich so, ich finde Lügen richtig geil. Ich heiße übrigens auch gar nicht Aljoscha. Einfach so komplett alles, die ganze Identität über gefaked. Vielleicht sogar noch ein Akzent, Dialekt irgendwie die ganze Zeit so. Ich habe die ganze Zeit Türk geredet, aber ich spiele gar nicht mein Dialekt. Eigentlich rede ich so. Aber ich habe die ganze Zeit Türk geredet und ich heiße gar nicht Aljoscha. Ich heiße eigentlich Josef Ernst. So, nämlich, ich habe gelogen. Wir beide haben jetzt die Aufgabe, zu gucken, mit wem Fabian noch einmal auf ein Einzeldate darf. Ich tippe, dass sie Dennis nehmen, damit er nochmal eine Chance hat. Aber ich weiß es nicht. Also sie haben irgendwie so durchklingen lassen, dass Fabian ja das Mysterium daraus finden muss. Und vielleicht denken sie sich deswegen, geben sie ihm das nochmal? I don't know. Man, er hatte natürlich auch nicht so viel Einzeldate-Zeit, denke ich, mit all den Vieren. Deshalb sollten wir jetzt jemanden schicken, von dem wir denken, dass er gut zu Fabi passen könnte, um ihm die Chance zu geben, diese Person einfach nochmal besser kennenzulernen. Ich habe eine Idee. Okay. Also der Mann, für den wir uns heute entschieden haben, bringt das Gesamtpaket mit. Und wir glauben, dass er sehr gut zu Fabian passt. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich weiß, Fabian vertraut. Oh, aber dann vielleicht doch nicht Dennis, oder? Dann vielleicht doch eher. Sie waren überrascht von Basti. Ich sag Basti. Seine Freunde sagen, dass dieser Mann das Gesamtpaket mitbringt. Und sehr gut zu Fabian passt. Es ist das letzte Date vor dem Finale und insofern spannend, weil ich mich noch nicht entschieden habe und die Karten könnten noch mal neu gemischt werden. Tim, oder? Tim. Ich glaube, ich rede schon. Ich habe schon gerochen. Riech nach Schweiz. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass es du bist. Lass uns hinsetzen. Okay, Leute, ich sag mal jetzt schon, ich glaube, Tim gewinnt das. Das ist meine Vermutung, sorry. Hier wieder ich weiß es aber nicht, ne? Jetzt haben sie dich ausgewählt. Ja, hättest du das gedacht, oder? Vielleicht habe ich ein bisschen gehofft. Aber ich bin sehr gespannt. Also, es fiel mir so schwer, von diesem Tisch wegzugehen. Das glaube ich. Aber die beiden sind ja wirklich toll. Also, Martin und Patrick, beide, wow. Ja, also tolle Freunde. Ich finde das auch total schön, dass man dir so Vertrauen schenken kann. Also, weißt du, es ist ja etwas sehr Intimes. Nee, absolut. Und auch so, wenn ich an mein Coming-out denke, so bei jeder Person, die ich das am Anfang gemacht habe, das waren Personen, bei denen ich wirklich wusste, ich kann denen vertrauen. Und das sagt auch sehr viel über dich aus, als Person.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin echt, mir kannst du echt viele Sachen anvertrauen. Aber ja, ist natürlich echt auch schön natürlich, wenn dann Freunde auch kommen und sich da anvertrauen. Überraschung. Die Hochzeit schon. Geht aber schnell hier. Es geht richtig schnell hier. Tim, ich wollte dir was sagen. Möchtest du mich heiraten? Ich weiß nicht, ob RTL das mit einkalkuliert hat, dass er auf einmal so losdonnert da drin, hör mal. Dass ich bislang kein einziges Einzeldate hatte, ist super frustrierend. Weil da fehlt einfach ein gewisses Level an Intimität, was zustande kommen kann. Und auch der Druck, jedes Mal, wenn man sich dann sieht, irgendwie etwas erfüllen zu müssen oder dem gerecht zu werden, steigt ja auch jedes Mal. Weil man so denkt, boah, ich habe noch kein Date gehabt. Ich muss jetzt, wenn wir uns sehen, dann muss ich abliefern. Und so an Date ranzugehen, I don't know. Ist, glaube ich, nicht die geilste Situation. Ich denke auch, dass es schwierig wird. Also nächste Folge ist ja Finale. Es sind halt nur noch zwei Menschen dann. Das heißt, zwei fliegen raus. Ich denke, dass die Auswahl so getroffen worden ist, weil sie ja wissen, was sie eigentlich für ein Gusto Mann hat und dass das vielleicht in ihren Augen passt. War tatsächlich auch, als ich Tim gesehen habe, dann meine Vermutung, dass sie einfach von vornherein gesagt haben, wir wissen, was Fabian mag und ganz ehrlich, so richtig kennenlernen kann man die Leute eh in der kurzen Zeit nicht. Und ich meine, klar, Tim ist irgendwie super charmant und sieht gut aus, insofern, das wird schon irgendwie passen. Aber mir tut es einfach leid für die anderen drei, vor allem jetzt Dennis, der sich einfach viele Gedanken macht und wieder in Selbstzweifel geht. Und das ist, ich wünsche mir einfach, er würde es nicht tun, weil er einfach ein wahrscheinlich ziemlich cooler Typ ist. Ich kenne ihn jetzt nicht und ich glaube, dass diese Selbstzweifel einfach aus der Situation entstehen, die da künstlich erzeugt wird. Und das tut mir für ihn leid, weil ich weiß, wie ätzend das sein kann. Ich finde es auch wichtig, dass man das Umfeld kennenlernt und nicht nur dich als Person. Ja. Weil dein Umfeld macht dich ja aus. Und da weiß man ein bisschen mehr, wer du bist als Person. Ja. Ich finde es auch total cool, das Umfeld dann jeweils kennenzulernen und so einen Eindruck zu bekommen, was das für Menschen sind. Aber ich glaube nicht, dass es ausschlaggebend ist. Und ich glaube, sowas kann sich auch ändern. Man weiß nie, in was für Lebenssituationen Menschen sich befinden und wo und wie das Umfeld entstanden ist, in was für Lebenssituationen die sind, was für Privilegien sie hatten oder eben nicht hatten und entsprechend vielleicht auch in Kreise geraten sind, die ihnen nicht gut getan haben. Also ich glaube, das ist immer, es erscheint immer so schwarz-weiß und so einfach und so dieses, ja, also Umfeld ist schon total wichtig. Aber ich glaube, dass es da immer mehr Schichten gibt, und immer mal so ein bisschen sich zurücknehmen und überlegen, sehe ich das gerade aus meiner sehr privilegierten Perspektive, was ich zum Beispiel bin. Also ich bin super privilegiert, ich habe ein tolles Umfeld und ich bin super dankbar dafür. Ich weiß aber auch, dass es natürlich Menschen gibt, auch in meinem engeren Umfeld, die selber teilweise auch ein destruktives Umfeld hatten, weil aber auch ihre Lebenssituation sie da mehr oder weniger hingeführt hat. Und das hat auch ganz viel, glaube ich, mit Privilegien zu tun. Und die haben zum Beispiel ihr Umfeld jetzt auch ein bisschen geändert. Und das wollte ich einfach nochmal sagen. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da, wenn es wieder heißt, der Podcast, den niemand hören möchte, weil niemand dich gefragt hat, Aljoscha, also halt dein Maul. Freunde, so die wichtigsten fünf Freunde, schon krass deinen Charakter auch bilden, glaube ich so. Oder auch das, was über deinen Charakter aussagt. Also halt so, die haben am meisten Einfluss, irgendwie die Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Mhm. Ich kann für mich zum Beispiel sagen, dass ich auch einige Leute in meinem Umfeld hatte, mit denen ich früher super gut befreundet war, vor allem auch vor meinem Outing, mit denen ich jetzt nicht mehr so viel zu tun habe. Und das hat auch, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass ich mich ganz stark verändert habe und meine Sicht auf Dinge stark verändert habe und auch Verhaltensmuster vielleicht jetzt anders bewerte, als ich sie früher bewerten würde, wenn das Sinn macht. Deswegen ist es auch völlig normal, dass Freundschaften zu Ende gehen, dass Beziehungen zu Ende gehen. Ja, das wollte ich einfach nur nochmal sagen. Nichts im Dorf, sonst fliegen wir noch runter. Oh Gott. Ja, oh mein Gott, stell dir vor. Das ist ein bisschen doof. Ja, ein bisschen. Ein bisschen weniger. Ich habe dann zumindest noch drei Leute, die ich auswählen könnte. Du bist aber auch so fies immer zu mir. Unglaublich. Ja, ich mache das nicht mit dir. Ich mache das nur, weil ich glaube, ich mit dir machen kann. Okay, gut. Ich glaube, er genießt das auch ganz schön toll. Das ist eine Vermutung, Leute. Ne? Das ist, unterstelle ich ihm jetzt quasi, ohne dass ich es wirklich weiß. Aber von dem, was ich sehe, das ist jetzt auch eben beim Date, als er angekommen ist, hat er gefragt, und wie ist die Stimmung bei den anderen so? Und das hat er schon ein paar Mal gemacht, dass er so ein bisschen fragt und es auch cool findet, dass die anderen irgendwie eifersüchtig sind oder ihm hinterher ächzen und so. Ich glaube schon, dass er diese Position als Prinz sehr genießt. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass er sich auch niemals als Kandidat bewerben würde. Die Happy Hour wird heute ein bisschen anders ablaufen. Kleiner Reminder, habt ihr euer Getränk noch oder schon ausgetrunken? Wollt ihr vielleicht noch mal ein neues Getränk holen, kurz auf Pause drücken? Warmgetränk, Kaltgetränk, Heißgetränk? Wir haben uns in den Happy Hours schon viel erzählt und jetzt geht es darum, dass die Männer mir sagen, warum sie der richtige Mann für mich sind.
Und dann ist so, ich weiß nicht mal, wer du bist. Wieso soll ich wissen, ob ich der richtige Mann für dich bin? Aber ich glaube, es geht ganz vielen wahrscheinlich so. Und wieder geht es ein bisschen darum, dass man sich ihm beweisen muss. Also das hat er sich jetzt nicht ausgesucht. Das ist das Konzept der Sendung, ne? Da nochmal das klarzustellen. Lieber Fabian, auch wenn ich dir das schon mal sagte, dass Zeit hier unser größtes Gut ist und Zeit auch gleichzeitig unser größter Feind, hatten wir nicht so ganz die Möglichkeit, bislang hinter unsere Fassade zu schauen. Aber wir hatten Zeit, die zeigt, ich finde dich gut und es macht Lust auf mehr. Ich möchte dir nur sagen, vielen Dank bis hierhin. Und das, was wir jetzt zusammen erlebt haben und vielleicht noch erleben werden, verbindet uns jetzt schon für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit im Leben. Ja. Und also die Körpersprache von Dennis ist gerade so, oh mein Gott, mir ist das todesunangenehm, ich will hier nicht sein, wieso muss ich das machen? Ich würde gerne am nächsten. Süß. Anywhere I would have followed you. Danke für die Offenheit und die Ehrlichkeit. Schöne Worte. Das war der herausforderndste Moment in meinem Leben gefühlt. Und ich hatte viele herausfordernde Momente, aber das war... Es ist halt krass, dass er sagt, das ist eine der krassesten Erfahrungen für ihn, war so schlimm. Ich glaube, weil sich das auch tatsächlich ein bisschen, nicht erniedrigend, aber unterwürfig anfühlt, für einen Menschen zu kämpfen, den man eigentlich nicht kennt und so ein bisschen, es ist ja eine Art von, ich bettel jetzt, dass ich hier drin bleiben darf und das mit Kameras vor ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die das gucken, kann das schon sehr gut verstehen. Gleichzeitig finde ich das auch ein bisschen schwierig, also das Konzept, aber gut. Lieber Fabi, um meine Gefühle in einem Satz zu formulieren, würde ich gerne unsere Britney zitieren. You drive me crazy, but it feels alright. Okay, das lieben wir ein bisschen. Es ist verrückt, wie nervös, hibbelig und aufgeregt. Vor allem unsere Britney. Ich in deiner Nähe bin, aber umso schöner, wie beruhigt ich dann bin, wenn du meine Hand nimmst. Wir können uns beieinander fallen lassen. Mit dem guten Gewissen, dass wir uns auch wieder auffangen können. Abschließend möchte ich nur noch sagen, dass ich mich durch dich jeden Tag wie in einem Blümchensong fühle. Herz an Herz oder doch nur geträumt? Das kann ich noch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass deine grünen Augen mich so sentimental machen, dass was ich fühle nicht mehr normal ist und mir alles andere egal ist, wenn du mich so anschaust. Won't you give me Basti hat mich so überrascht. Das war Hammer, die Rede. Das ist echt, also der ist echt aus sich rausgekommen. Wow. Es tut mir gut, mich mit dem Fabian fallen lassen zu können, weil ich dann einfach vergesse, wer ich bin und ich ihn anschauen kann und weiß, hier bin ich sicher, hier kann ich sein. Ihr wisst, Leute, ich bin ein sehr großer Freund von Verletzlichkeit zeigen und zu seinen Gefühlen stehen und die auch gut zu kommunizieren. Aber ich finde das alles sehr, komischerweise, es war in allen Staffeln bisher so, dass ich damit nicht so gut klarkomme mit diesen Situationen, weil ich die sehr gekünstelt, affektiert, inszeniert finde und sich das nicht ehrlich anfühlt. Man soll sich offenbaren, aber dann irgendwie vor einer Kamera, vor einem Typen, den man erst seit ein paar Tagen kennt und dann auch irgendwie so glorifizierende Reden, wo ich immer so, oh, I don't know. Mein Lieber, ich würde einfach gerne fragen, ob du mir auf einer Reise willst. Ja, wir hinterhaben. Wieso kriegt er jetzt Untertitel? Ich finde, man kann ihn gut verstehen. Kannst du deine Augen mal schließen? Kannst du vorstellen, wir auf so einer Lichtung stehen, Moos überall,
neben dir kommt ein Fuchs. Ganz ehrlich, Leute, Moos stinkt. Fuchs. Fuchs heißt Jack. Jack ist mein Begleiter. Diese riesen Wurzeln vom Baum, du kommst näher. Du steigst mit Jack rein in den Wurzeln. Du kommst rein, gehst die Treppen runter, tiefer. Und da siehst du einen Kamin. Ein kleines Feuer leuchtet. So eine Wärme. Ich fand die Art der Rede super kreativ. Also diese Gedankenreise, es hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe auch wirklich Bilder vor meinen Augen gesehen. Das hat er so toll beschrieben. Mit mir braucht ihr das nicht machen. Ich kann das irgendwie nicht. Ich kann mich da überhaupt nicht drauf einlassen. Ich weiß nicht, warum. Ich ziehe das dann immer sofort ins Lächerliche. Ich glaube, mir ist das unangenehm. Aber warum ist die Frage, ne? Warum ist mir das unangenehm? Fabi, unsere Reise hat auf der Hängematte angefangen, tatsächlich. Ich habe gleich bemerkt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir auch Dinge haben, die uns verbinden und wo man wirklich auch eine weitere Verbindung aufbauen könnte. Und das haben wir dann auch getan bei unserem ersten Date über den Dächern von Rhodos. Wirklich so romantisch, so schön. Und der erste Kuss ist gefallen. Der Kuss hat bei mir wirklich sehr viel ausgelöst, weil er hat auch ein bisschen das Eis. Herpes. Scherz. Eis gebrochen. Ich hatte das Gefühl, dass ich danach wirklich bei dir so sein kann, wie ich bin. Und, und das ist mir sehr wichtig, weil ich will ja, dass du mich kennenlernst und nicht irgendeine andere Person. Du hast mir so deine Welt ein bisschen gezeigt und erzählt. Und ich habe dir auch meine Welt so ein bisschen erzählt. Und ich würde mich wirklich herzlich mit dir bedanken für die schöne Zeit da. Und ich hoffe, dass wir noch viele tolle Momente zusammen dürfen. Okay, damit hält er mich. Das finde ich richtig cool. Ich liebe das. Tim war süß. Ich konnte bei Tim auch gar nicht mehr aufhören zu grinsen, als ich ihn angeguckt hat, weil irgendwie hat er so ein bisschen mich verzaubert, muss ich sagen. Jetzt nach dem Date auch noch heute, war das schon eigentlich der perfekte Abschluss von dem Tag. Wenn ich heute die Krawatte abgeben müsste, dann würde ich sehr viel hinterfragen, was wir die letzten paar Tage erlebt haben. Im auch Leben nicht. Unser letztes Date, weil ich schon finde, dass das sehr authentisch war und ich mich auch schon wie bei einem richtigen Date gefühlt habe in der echten Welt. Bin ich jetzt sicher, wen ich hier im Finale haben will? Ich sage Basti und Tim. Bei wem reicht es auf den letzten Metern? Leider doch nicht für mehr. Hä, war der nicht gerade noch in der Villa? Ist er jetzt wieder rausgegangen, um wieder reinzukommen? Why? Dennis. Es würde mich auf jeden Fall sehr hart schockieren, wenn er jetzt auf einmal sagt, ich möchte dich drin behalten. Also macht wenig Sinn eigentlich. Wie du schon gesagt hast, die Zeit war leider unser Gegner. Ich habe in der Zeit auch mehr Gefühle für andere entwickelt. Weil du ihn aber auch nie auf ein Einzeldate geholt hast, ne? Und ich wünsche mir gleichzeitig, dass du einen Mann an deiner Seite bekommst, der dich über alles liebt so. Und sieht, was in dir steckt. Weil ich glaube, da ist was ganz, ganz Fabelhaftes. Ich musste die Krawatte leider abnehmen. Tim? Tim, ich habe mich heute in der Ruine mit dir sehr geborgen gefühlt. Und unsere Begegnungen sind immer sehr intensiv. Und ich möchte mich noch gern mit dir fallen lassen. Magst du die Krawatte behalten? Sehr, sehr, sehr gerne.
Alles andere hätte mich krass überrascht. Philippe? Ich glaube, dass da zu wenig Gemeinsamkeiten sind, dieses spirituell und so. Ich glaube, Fabian fand ihn am Ende attraktiv. Say my name, hey. Philippe, das Universum hat mir dich geschickt. Du hast dich spät gezeigt, aber du hast aufgeholt. Leider hat die Zeit nicht gereicht. Ich muss dir die Krawatte leider abnehmen. Und umso mehr wünsche ich dir jemanden, der sich mit dir auf tiefe Reisen begibt und dich in deiner Schönheit und Ganzheit voll versteht. Süß, danke. Es ist soweit. Das Universum sagt, ich muss gehen. Oh, schön, danke schön. Okay, also mein Bauchgefühl war richtig und mein weiteres Bauchgefühl ist, dass Tim das Ganze gewinnt. Aber Leute, ich weiß es noch nicht. Basti. Basti ist leider auch raus, das Finale ist jetzt vorbei. Nee. Basti, deine Rede hat mich heute am meisten berührt. Du warst witzig, du warst präsent und du hast eine unglaubliche Stärke ausgestrahlt. Und genau von dieser Seite würde ich gern noch mehr sehen. Sehr gerne. Magst du die Krawatte behalten? Ja, klar. So, Jungs. Jetzt sind es nur noch zwei. Ich muss gerade Abschied nehmen von den anderen beiden. Es fiel mir echt nicht leicht. Ich habe viel gegrübelt. Ich kann aber euch auch sagen, dass ich bei euch schon Gefühle entwickelt habe und sich mein Herz mit beiden von euch öffnet. Ich freue mich noch mal richtig auf die gemeinsame Zeit, die wir jeweils zusammen haben. Und danke für die Ehrlichkeit heute und für die wunderschönen Worte. Gerne. Tschüss. Es ist auch schön, jetzt wirklich zu sagen, mal Fokus auf jetzt nur noch zwei Männern und dann irgendwann noch einer. Und so habe ich es mir auch vorgestellt. Das ist auch das Konzept der Sendung, Fabian. Hahaha, Aljoscha. Ja, ja, ist ja gut. Tim und Basti haben es ins Herz von Prinz Fabian geschafft. Aber erobern können wird es letztendlich nur einer der beiden. So Leute, das war's mit dem Halbfinale von Prince Charming, Folge 8. Vielen Dank wie immer, ihr lieben Gurkenwürstchen, dass ihr so süß seid und die ganzen Kommentare, ey, das ist sehr, sehr rührend und ich freue mich da wirklich sehr drüber. Ich hatte irgendwie auch die letzten Tage gestern, glaube ich, irgendwie wieder nicht so einen guten Tag und tatsächlich dann unter meine Prince Charming Videos gegangen, nicht unter das Gender Video und mir die Kommentare durchgelesen und es ist einfach sehr schön und rührend zu lesen und ich freue mich einfach so, so sehr, dass ganz viele Menschen sich so wohl und sicher fühlen auf dem Kanal und das ist für mich das allergrößte Kompliment, weil das ist das, was ich am Ende möchte, weil ich das selber für mich auch möchte. Und ich weiß, wie es ist, wenn man sich alleine fühlt. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich nicht gesehen oder gehört fühlt und verstanden fühlt und allein auf dieser Welt. Und manchmal das Gefühl hat, man ist die einzige Person, die diese ganzen verrückten Sachen sieht, die dir gerade passieren. Und Leute wollen dann einfach nicht verstehen. Insofern danke euch allen. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr Johannes, mich und den Algorithmus grüßt in den Kommentaren und irgendwas zur Folge sagt. Ja, natürlich auch das Video teilen, durchgucken, alles Mögliche, was, ne, Algorithmus, ihr kennt das Spiel. Fühlt euch ganz doll umarmt. Und jetzt schauen wir mal, was nicht nächste Woche passiert im Finale. Mit wem geht Fabian in eine gemeinsame Zukunft? Oh, Liebe kann qualvoll sein. Also das war schon meine Definition von Romantik. Ich hatte lange nicht mehr so eine schöne Zeit. Ja, ich habe Angst, verletzt zu werden jetzt, weil je höher man fliegt, desto tiefer fällt man. Wenn ich die Krawatte abgeben müsste, also, dann würde ich wirklich alles hinterfragen. Du hast einen noch wunderbaren Mann an deiner Seite verdient. Aber es bin leider nicht ich.